Für viele Männer verkörpert Denise das Bild einer Traumfrau. Blonde lange Haare, leuchtend blaue Augen und ein strahlendes Lächeln. Nicht zu vergessen ein Körper mit Traummaßen von 92, 64, 93. Für die hübsche Blondine geht es auf der Karriereleiter immer weiter nach oben. Erst vor rund einer Woche ist Playmate Denise aus L.A. zurückgekommen. Eine, wie sie sagt, unbeschreibliche Zeit. Das Highlight war da wohl das persönliche Treffen mit Hugh Hefner, dem Playboy persönlich. Hugh Hefner ist ein smarter Mann. Also er ist schon in die Jahre gekommen, aber er ist immer noch so dieser Gentleman. Er hat auch so zu mir gesagt, oh, such a beautiful girl. Can I just marry her? Und das war echt total lustig. Gott sei Dank hat seine Frau nicht gehört. Aber nee, er war ganz smart und natürlich wurde er von allen Seiten auch bewacht. Also da war nichts mit Selfies machen. Es war auch eine eigene Fotografin vor Ort, die nur mich mit ihm fotografieren durfte. Und ich bin einfach beeindruckend. Also so, wie das auch alles ablief. Aber auch in Deutschland hat Denise Kotte unter anderem als Model Fuß gefasst. Bei knapp 40 Grad in der prallen Sonne shootete sie für die Schmuckmarke Secker am Chiemsee in Seebruck. Die hohen Temperaturen machten der Blondine zwar zu schaffen, doch wie Denise sagt, als Profi muss man da durch. Trotzdem eine große Herausforderung, da noch gut auszusehen. Ja, vor allem heute bei knappe 40, gefühlten 40 Grad shooten, ist natürlich schon eine Herausforderung. Man schwitzt die ganze Zeit, es läuft einem die ganze Schminke runter. Also das ist schon, ja, eine Herausforderung. Und noch dazu, wir haben es jetzt Donnerstag, es sind Ferien, die ganzen Leute sind hier und gucken und sind neugierig. Ja, was machst du denn? Ein paar Mühldorfer habe ich auch schon entdeckt, die dann gesagt haben, Mensch, du bist doch die Denise, das Playmate, das Aktuelle. Was macht ihr denn heute? Also das sind schon ein paar Herausforderungen, weil normalerweise sind ja so Shooting-Locations immer abgesperrt und man ist immer ein bisschen so alleine. Und bei diesen hochsommerlichen Temperaturen kam die Shooting-Location mitten im Wasser gerade recht. Doch das Ergebnis des Shootings kann sich wirklich sehen lassen. Der richtige Start ihrer Karriere war der Job als Wiesn-Playmate. Bei der kommenden Münchner Wiesn wird Denise nicht mehr als Wiesn-Playmate die Zelte unsicher machen. Doch die Wiesn einfach nur als Besucher zu erleben, kommt für das Playmate auch nicht in Frage. Ich werde als Promi-Wiesn-Reporterin unterwegs sein mit einem Münchner TV-Sender und natürlich freue ich mich schon riesig drauf, weil das ist natürlich wieder eine ganz andere Erfahrung und ich sehe die Wiesn da wieder von der anderen Seite und mir hat es einfach letztes Jahr sowas von Spaß gemacht, einfach Repräsentant der Wiesn zu sein, als Wiesn-Playmate und daher sage ich, ich freue mich drauf und bin gespannt, was mich alles erwartet und wen ich vor die Linse bekomme. Nach ihrem Job auf dem Oktoberfest soll es für Denise dann noch einmal nach L.A. gehen. Denn hochkarätige Stars zu treffen und mit dem Dirndl über den Walk of Fame zu laufen, hat für sie dann doch einen ganz anderen Charme als unsere Welt auf dem Land, rund um den Chiemsee.